Und willkommen zurück bei From Dust, wo wir uns gerade mal ein bisschen als Gärtner betätigen. Ja, ist es nicht schön? So, hier unten, die können wir auch gleich mitnehmen. So, also das da drüben ist eine sehr unfreundliche Gegend. Aber das soll uns ja nicht stören. So, den hier auch noch mitnehmen. Zack. So, alle weggenommen. Wunderschön, hier tun sie keinen weh, hier können sie weiter wachsen. Oder auch nicht. Ja. Na gut, die Dinger können da weiter unten rumdümpeln. Ich meine, ich könnte die auf die Insel setzen, ja, aber. Das wäre doch eher zum Schabernack, oder? Zack. Und. Ja, gut. Wird es halt die Feuerinsel, ist mir auch egal. Auch Feuerbäume wollen leben. Und dass er ein Phönixbaum ist, kann man den schon mal ein bisschen Platz zugestehen. So. Also muss irgendjemand für Umweltverschmutzung und Naturzerstörung sorgen. Also warum dann nicht diese Feuerbäume? So. Ja, ach, das geht schon. Gut. Hatten wir noch irgendwo Feuerbäume? Nö, eigentlich nicht. Das heißt, wir können uns jetzt noch ein bisschen der Vegetationsverbreitung widmen. Wie machen wir denn das am besten? Warte mal, ich brauche erstmal Erde wieder. So, dahin. Achso, ist natürlich doof, dass wir da gerade Feuerbäume installiert haben, weil das zählt ja auch als Vegetation, ne? Vielleicht sollte ich das lieber bleiben lassen. Denke ich mir so gerade mal. Dass sich Feuerbäume und Vegetation nicht allzu gut vertragen, kann man sich vielleicht an 1, 2, 3, 4, 5 Fingern abzählen. So. Gut, wo brauchen wir noch Vegetation? Hier drüben noch. Tja, dann macht mal. Wachse hier weiter. Stören nicht diese Pilzbäume. Na komm, wachs weiter. Mach auch die ganzen Pilze weg hier. Ich meine, Pilze sind zwar auch unter Vegetation, aber man muss sie ja nicht mögen. Ich glaube, wo die Pilze sind, kann keine so wirkliche Vegetation wachsen. Das ist aber ein bisschen schade, ne? Tja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, durch umgraben. Okay, ganz einfach durch umgraben. Wir graben hier alles um, wo Pilze sind, und machen wieder alles neu hin. So, dass ich da mal eine wirklich schöne Vegetation ausbreiten kann. Wo es breite ich aus, Vegetation? Du kannst es schaffen. Ja, ich glaube, alles, wo Pilzboden ist, da will keiner wachsen. Das heißt, Pilzboden weggemacht und vernünftiger Boden hingemacht und wunderschön. Ich fand die Pilzbäume aber witzig irgendwo. Die sahen so aus wie ein bisschen Hallimasch-mäßig, aber halt nur grüner. Naja. Soll jetzt nicht unser Problem sein. So, hier oben sind noch Pilze am Start. Was ja nicht gegen Pilze haben die ganzen Leute. So. So, ich hoffe mal, das tut zur Vegetation einiges dazu beitragen. Hier soll ich mal ein bisschen beeilen mit dem Wachsen, weil sonst kann das hier etwas schlecht werden. Ich muss auch wirklich jede Pilzspore ausrotten, ne? Sind hier wieder Pilze am Start? Bist du ein Pilz? So, hier wächst alles schön. Also ich schätze mal, die Vegetationen sind sich so ebenbürtig. Da wo Pilze sind, können keine Pflanzen sein. Da wo Pflanzen sind, können keine Pilze sein. Ja, wir müssen die Erde, glaube ich, ein bisschen großzügiger verteilen. Das heißt großzügiger, eben nicht großzügiger, weil so viel haben wir davon nicht und wir müssen ja noch einiges an Fläche hier bewirtschaften. Das heißt, ich nehme die mal her, wohin man auch ich sie herkriegen kann. Ja, und werde mal hier ein bisschen weiter Erde verteilen. Hier ist ja kein Feuerbaum mehr, das heißt, wir können das hier ganz in Ruhe und im Frieden machen.
So, mal gucken. Ja, da können wir auch hinten das wegnehmen. Das sind sowieso nur doofe Pilze, die kein Mensch haben will. Dann lagern wir die ganze Erde einfach mal um. Wäre natürlich witzig, wenn in der Erde, die ich von den Pilzen nehme, auch Pilzspawn drinne sind. Aber es sieht nicht so aus. Das hier oben sieht noch so unvegetativ aus. Was macht denn ihr? Das kann ich hier umgraben. Meine Güte. Das ganze Dorf müsste mal umgegraben werden, bin ich der Meinung. Das sieht alles so ein bisschen komisch aus. Na, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Unsere Gärtnerarbeit ist doch irgendwo auch erfolgreich gewesen. Na, 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 los, gib mir die Nachricht, gib mir die Nachricht. Gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Gib mir die Nachricht. Na, es sind wieder weniger geworden. Warum denn? So, die Feuerbäume machen nichts. Ich will die ganze Insel begrünt haben. So. Müssen wir uns die Erde halt von irgendwo da nehmen, wo nichts wachsen kann. Zum Beispiel von hier oben. Da wächst sowieso nichts. Nicht in 3 Jahren. Das ist bestimmt schon über der Baumgrenze. Deswegen nehmen wir alles mal weg. Und lagern das hier unten ab. So, jetzt aber. Komm, wachse, Vegetation, wachse. Du musst wachsen. Schneller. Komm, du Stimmungsbarometer da unten. So, wir wollen keine Pilze haben, wir wollen richtige Pflanzen haben. Pilze interessieren keinen. Auch wenn es ein bisschen tragisch ist, aber manche Dinge müssen halt den Prioritäten weichen. Yay! Die Palmen durchwühlen den Boden mit ihren Wurzeln, die Bäume plaudern mit dem Wind und den Gräsern. So konnte unser Schamane die Stimme der Alten vernehmen. Du hast die Palmen über das gesamte Gebiet verbreitet und eine neue Geschichte der Stammeserinnerung freigesetzt. Wunderschön. Ja. Was will ich denn damit? Damit hätten wir eigentlich die Insel soweit abgearbeitet. Die Feuerbäume sind in ihrem Asyl, in ihrem Reservat sozusagen. Die Dörfer sind alle nett und freundlich. Ja. Und ich würde sagen, wir schreiten frohen Mutes durch das nächste Portal. Durch die nächste Fahrt. Pam. Ja, ja. Na, ihr interessiert auch nicht, ihr Leute. Wisst ihr das? Ihr seid völlig uninteressant. Ihr müsst nicht dorthin. Guck mal, die wollen zum Beispiel auch nicht dahin. So. Jetzt kommen die ganzen Leute aus unserem Feuerdorf. Aus Konoha Gakure kommen die an. Um sich hier vor dem Portal zu versammeln. Was ist eigentlich für ein Hintergrundgeräusch, frage ich mich gerade. Ist es der Odem? Man weiß es nicht. Ist auch nicht so wirklich interessant. So. Dann begleiten wir unsere Leute auf dem Weg zum dicken, fetten Portal. Sieht schon lustig aus. Gut. Ja, die sind bereit. Ich bin auch bereit. Wir sind bereit. Alle sind bereit. Hindurch. Und ein neuer Pfad wurde uns geöffnet. Eine neue Höhle, die wir durchqueren müssen. Eine nicht mehr allzu neue Statue. Und ein neues Loch. Doch, wo sind wir hier? Ist das das Traumzauberland? Sind wir völlig breit? Wellen. Bernafa der Bakar Majipo, Dan Kushomapo, Merikati Dag Melawa, Parazamani Berkapa Apa, Dame Yabara Isha, Parazamani Berkata Apa. Ja, unsere übliche Aufgabe, würde ich sagen. Ich glaube, das sind andere Bäume, ne? Wir haben hier solche Wasserbäume und solch... Der Knallbaum explodiert bei zu großer Hitze und hinterlässt einen Krater. Was zur...
Passiert das hier öfters? Okay. Das eine Dorf ist etwas wässrig geworden, aber wir nehmen erstmal das Dorf hier ein. Und werden dann mal gucken, ob wir irgendeinen Schutzstein finden. Das ist nur eine Erinnerung. Ach, hier hinten ist ein Schutzstein. Okay. Sehr schön. Da gehe ich dann gleich mal die ganzen Strampolinos hinschicken. So, dass wir hier einen. Was ist denn das für ein Hickmick? Meine Güte. Erdplatten sind keine Schaukel. Du hast eine neue Kraft des Odems entdeckt. Mit der Kraft Odem-Ausdehnung erhöht sich die Menge an Materie, die der Odem kurzzeitig aufnehmen kann. Okay, mit der 3 können wir das machen. Müssen wir uns mal alles merken. Ich hoffe, das kann man irgendwo nachlesen. Weil ich werde mir das bestimmt nicht merken. Ja, also vermute ich, fließt das Wasser hier rüber, macht das zu und dann fließt es wieder hier hin und macht das wieder zu. Na klar, wusste ich, habe ich gesagt. Können wir das Wasser nicht wegnehmen? Das stört einen doch. Quatsch hier. Verschwinde, du Wasser. Da können wir eigentlich mal unsere neue Kraft. Warte mal, ich mache erstmal. Können die da rüberlatschen? Ich schicke die mal hier hin. So, mal gucken. Wenn du bei diesem Totem ein Dorf errichtest, kannst du Knallbäume umpflanzen. Okay, vielen Dank. Für diese Information. Sie dürfen aufhören, sich zu drehen. So. Mit der 3 können wir Odem-Ausdehnung erwarten. Also drücke ich mal die 3. Und ja. Ich versuche mal hier das ganze Wasser wegzuschnappen. So. Das ist schon mal ein bisschen weniger geworden, würde ich sagen. Ja, ich mache mir so ein bisschen weiter. Ich weiß ja nicht, wo das Wasser eigentlich hinfließt. Das fließt vermutlich in unendliche Weiten. Oder über den Kartenrand hinaus. Ich weiß, wir bräuchten zwar eigentlich Wasser, aber ach. Wer braucht denn in der Wüste Wasser? Wir haben schon andere Erfahrungen gesammelt. Na gut, damit kann ich nachher weitermachen. Diese Erde. Da wird mir seekrank. Und ich schicke gleich mal ein paar Leute hier hin, damit die auch mal das erkunden. So. Und dann können wir als nächstes eigentlich mal das Dorf einnehmen. So. Gleich ein paar Aufträge rausgegeben. Können sich mal drum kümmern. Na klar, schwimmt nicht das Wasser meinen komischen Wassertypen weg. So, die Odem-Ausdehnung ist wieder aktiv. Sehr schön. Das heißt, wir nehmen die gleich wieder an den Start. Und klauen hier das ganze Wasser. So. Es ist nur ein bisschen Plätscher-Plätscher-Kram. Sehr schön. Na, bitte. Da haben wir vermutlich eine Haupteigenschaft der Karte kaputt gemacht, aber so wird's gemacht. So ist schon nervig genug, dass es hoch und runter geht. Die werden alle kotzen müssen, die Dorfbewohner. Alle miteinander. Und dann wird so ein richtiger Kotzeschwall sich über die ganze Karte gießen und alles verätzen. Bäh. Also ungefähr so müsst ihr euch vorstellen. So. Jetzt würde ich sagen, mache ich auch mal das letzte Wasser weg, weil es ein bisschen auf die Nerven geht. Ich gieße es mal hinten rein, ne? Ich weiß ja nicht, was da ist, aber ich gieße es einfach mal rein. So, da kommt wieder neues Wasser. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, du kannst nur Kalbäume bewegen. Wunderbar. Vier Bäume bewegen, wissen wir. Und wer diesen Baum da oben hingesetzt hat, wissen wir nicht. So, kannst du Knallbaum entwurzeln. Pflanze ihn an einer unpassierbaren Stelle ein und platziere einen Baum des Feuers daneben, um die Stelle freizusprengen. Ja, sehr schön. Und ich buddel gerade den Pfad zu, aber das interessiert ja keinen. Jo, das heißt, wir werden in der nächsten Folge mal gucken, wie wir das hier regeln werden. Mit dem ganzen Quitschquatsch. Achso. Und werden uns dann auch mal diesen Typen hier angucken, was der zu sagen hat.
Ja, aber das kommt dann alles erst in der nächsten Folge. Ich sage hier erstmal Tschüssi und auf Wiedersehen.